Ja, das war das Ende von dem Song. Ist bekannt. Yetea, du hast den Skin gewonnen. Bitte einmal kurz im Chat Bescheid sagen, dass du kein fieser Bot bist. Sonst müssen wir da neu verlosen. Und wir machen weiter in der Zwischenzeit mit dem Draft für Tomb of the Spider Queen. Team Liquid führen 2 zu 0 und wir sehen den Valor First Pick für die Good Guys, nachdem sie aber wohlgemerkt den Gul'dan rausgenommen haben. Im Liquid könnten jetzt natürlich direkt mit sowas wie Cassia Aurel reagieren. Denn natürlich zielt die Valor so ein bisschen auf diese Super Valor-Geschichte. Ich soll nicht mehr Red Boss Valor sagen, weil das verwirrend ist. Mega starke Super Valor. Soll das hinauslaufen mit Doppelsupport, Uta und Aurel haben wir jetzt schon mehrfach gesehen, aber natürlich könnten Team Liquid jetzt einfach zum Beispiel beides picken. Oder wieder an Uta zum Beispiel eintüten oder an Uba Aurel. Denn wie gesagt, es gibt dann die Option, das trotzdem gut zu nutzen, auch zum Beispiel mit der Cassia. Und außerdem muss man sagen, auch Tomb of the Spider Queen ist generell Aurel ziemlich gut, weil es diese vielen Engstellen-Fights gibt und die Aurel relativ häufig Gebrauch von dem Stun machen kann. Thea, bist du noch da? Wir brauchen unbedingt ein Feedback von dir, damit wir dir den Skin geben können. Ansonsten gibt es halt Reroll. Dann ist es halt so, ne? Tassadar Uta gibt es für Team Good Guys. Die spielen also im Prinzip das gleiche, wie wir vorhin schon mal gesehen haben. Da war es allerdings von Team Liquid. Da gab es auch die Super Valor mit Uta Tassadar. Ne, es gab die Super Cassia natürlich. Und Team Liquid könnten das jetzt sehr gut kontern mit der Cassia. Insofern würde ich davon ausgehen, dass die gebannt wird. Da schreibt wirklich der bottigste Botname, den ich je gesehen habe. Schreibt wirklich Juhu. Regt offensichtlich. Herzlichen Glückwunsch. Ich weiß nicht, wie ich deinen Namen aussprechen soll, aber well played, well played. Sonja wird rausgenommen von Team Liquid und auf der anderen Seite Team Good Guys. Wie gesagt, würde ich jetzt die Cassia erwarten. Und die gibt's auch. Danke, TGG. Und Team Liquid, was machen die jetzt dann mit ihrem Draft? Sie haben sicherlich mehrere Ideen gehabt, wie sie die Aurel benutzen können. Stun-Kombos einfach mit KT ist sicherlich auch eine Option. KT holt dann letztlich natürlich auch die Hope rein. Vielleicht nicht ganz so schnell. Gul'dan ist auch eine Option, der ist aber blöderweise gebannt. Und ja, ansonsten auf der Solo-Lane unten braucht man eigentlich noch jemanden. Auf Tomb of the Spider Queen. Und ja, man kann Doppel-Support machen, aber man kann Aurea natürlich auch als Solo-Support spielen. Man hat nur das Problem, dass man dann keinen Cleanse hat, was jetzt erstmal noch nicht so problematisch aussieht. Aber es gibt Doppelsupport mit Lunara. Boah, ist das widerlich, was Team Liquid da draften. Lilly gespielt höchstwahrscheinlich von Hasuops mit den Blinds gegen die Valor. Und die Lunara, die ist natürlich dann so gut wie unsterblich und die holt natürlich richtig Hope rein. Ja, was denkt ihr, wer den Draft gewonnen hat? Ich würde sagen, Team Liquid hat richtig unfairen Draft, aber ihr seid erstmal wieder auf der Seite von TGG, okay. Also ihr könnt einfach eingeben, Liquid oder TGG. Aber ich weiß nicht so richtig, wie Team Good Guys den Draft noch herumreißen sollen. Ich verstehe zwar, dass Valor in gewisser Weise unfair ist, aber auf der anderen Seite steht der Noob und lacht Kokon auf den Uta und Valor wird aus dem Leben getreten. Das wäre meine Erwartung. Auf der unteren Lane sehen wir wahrscheinlich dann dazu Leoric oder Dehaka, der dabei hilft, den Kill zu organisieren. Ready for Adventure! Gott, die Mods sind hier außer Rand und Band. Oh! Die Jungs packen noch mal ein paar Tricks aus. TGG mit Shen auf die unteren Lane und dazu den Stitches und es gibt den Elite-Daten. Oh Gott, oh Gott. Was für ein Draft. Da bin ich sehr gespannt. Der Stitches gibt natürlich TGG eine gute Win-Condition auf der Rotation. Hook into Utas dann. Und dann werden sie schon, naja, ein bisschen Damage zusammenkriegen. Wahrscheinlich nicht genug, ehrlich gesagt, für einen Kill. Aber sie würden dann wahrscheinlich trotzdem die Rotation beherrschen. Und der Chen gewinnt natürlich eigentlich auch seine Lane. Allerdings
Du glaubst an ein Anti-Stitches? Das wird mit Sicherheit ein Anti-Chen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Anti den Chen abgibt. Tja, da bin ich gespannt. Also der Illidan kommt mir ein bisschen spielerisch vor, also als wäre es eigentlich ein bisschen Quatsch. Aber natürlich ist Darkmog legendärer Illidan-Spieler. Insofern kannst du auch nicht so richtig das dagegen sagen. Wie ist denn jetzt euer Votum ausgefallen? Liquid 62%. Ja, das halte ich tatsächlich für eine Variante. Stimmt. Anti-Hero Stitches ist auch legendär. Ist nicht ganz falsch, natürlich. Aber BKB, wie gesagt, wegen dem habe ich quasi Stitches damals gekauft. Insofern glaube ich da trotzdem an diese Variante. Wir gehen rein in Map Nummer 3. Team Liquid mit Blumbi auf dem Anurak. Nurok mit der Lunara. Splendor mit Auriel. Darkmog mit dem Illidan. Hazorps auf der Lily. Natürlich. Und Team Goodguys auf der anderen Seite in Rot. Mit tatsächlich Anti-Hero auf dem Chen. Dazu BKB mit dem Stitches. Kronas auf dem Uther. Xayah auf Valla. Und Red Boss mit dem Tassadar. Chen ist fett, Illidan. Nicht ganz falsch auf jeden Fall. Und wir sehen Damage-Bild auf dem Stitches. Also nochmal zur Historie, ne? Das wäre mal ganz schön, dann nochmal die Storyline so ein bisschen mit verwoben zu haben. Ganz früh, als ich anfing in der Alpha, gab es tatsächlich schon erste Pro-Teams in Heroes of the Storm. Es gab ein Fnatic-Team, ein SK Gaming-Team. Oh, schöner Hook von BKB. Und wenn ich das recht zusammenkriege, war eigentlich lange Zeit Fnatic das dominante Team. Und dann waren SK irgendwann das bessere Team. Und ich habe damals angefangen ja mit Sokko und Hase und wir haben uns das sozusagen noch so ein bisschen aus der Ferne angeguckt und haben dann mitgekriegt, dass die halt voll gut waren. Anti-Hero wird gegankt. Mal schauen, ob er da rauskommt. Sieht ganz gut aus tatsächlich für den Chen. Vier-Mann-Gank. Ist ihm egal. Gibt noch ein bisschen Hopfen oben drauf und Rückzug eingeleitet. Good Guys mit dem nächsten Hook. BKB allerdings geht ins Leere. Ja, und dann kam eben SK und sind langsam vorbeigezogen an Fnatic. In einigen Turnieren haben sie dann gewonnen. Das lag tatsächlich daran, dass BKB mit dem Stitches einfach hart dominiert hat und sein Team wirklich super gut da drumherum gespielt hat. Und ja, unser Team hat dann eben festgestellt, okay, also wir können gegen die nicht gewinnen, wenn sie diese Stitches-Composition spielen. Insofern ist eigentlich Quatsch, dass unser Tankspieler, der ich damals war, nicht Stitches spielen kann. Und seitdem ist es quasi mein Lieblingsheld. Lächerlich! Lächerlich immer der Stitches. Mal schauen, was hier möglich ist für BKB Stitches. Und Raid Boss, sehen wir, ist er tatsächlich ganz gut am Arbeiten auf der unteren Lane mit dem Tassadar da. Ich hätte gedacht, dass er da ein bisschen mehr Probleme haben würde. Auf der Top Lane sehen wir tatsächlich das Duell Fett Illidan gegen Slim Illidan. Wollten sie sich offensichtlich ganz gerne gegenseitig entgehen. Aber ich denke mal, Anti-Hero wird da immer hinterher rotieren und sich letztlich immer wieder dem Illidan von Darkmog stellen. Und für den Moment ist erstmal alles völlig ausgeglichen. Keine Ganks bis jetzt erfolgreich. Raid Boss kommt allerdings jetzt erstmal auf der unteren Lane nicht an. Das ist natürlich ein bisschen unangenehm, denn das bedeutet, eine komplette Creep-Wave wird da unten jetzt erstmal verpasst. Und BKB versucht ja sein Team jetzt erstmal auf die untere Lane wieder zu bringen, aber wir stellen fest, das geht nicht so ohne weiteres. Deswegen musste der Uther da außenrum einmal rotieren. BKB verfehlt den nächsten Hook, aber da war natürlich sowieso kein Follow-up. Da war er wahrscheinlich ganz froh, dass er den nicht getroffen hat. Blumbi kommt jetzt runter rotiert. Da warten jetzt natürlich schon drei Leute auf ihn. Insbesondere inklusive Raid Boss Valla. Die unsterbliche Valla mit Doppelsupport. Aber die ist natürlich direkt geblendet von Hazorps. Gute Arbeit von ihm. Auch allerdings gehuckt. Und der Stun von Kronas kommt nicht rechtzeitig und Splendor hat aber sowieso genug Hoffnung wahrscheinlich, um das ganz gut in den Griff zu kriegen. Auf der Toplane würde mich interessieren, wie es da steht zwischen Chen und Illidan. Anti-Hero sagt ja, glaube ich, dass er mit Chen gegen alle Helden die Lanes gewinnt. Aber wie genau das aussieht, würde ich mir trotzdem ganz gerne angucken. Jawohl, da sehen wir es. Und Anti-Hero tankt einfach die Creep Wave, trinkt gemütlich das Bier und sieht zu, dass er das nach und nach abfarmt. Und auf der anderen Seite, der Illidan, der hat natürlich auch keine großen Probleme, die Creep Wave abzufarmen und dann zwischendurch immer wieder AP reinzuholen. Blumi mit dem Disengage wird nochmal reingehuckt, aber kein Follow-up ist da. Splendor hat volle Hoffnung, insofern ist da nicht viel zu wollen, glaube ich, für TGG.
und Team Liquid bleiben hier erstmal souverän. Und auf der anderen Seite muss man sagen, Team Liquid, die haben eben Tools, die letztlich verbraucht werden. Da hatte Red Boss den Schild für sich selber gebraucht und konnte die Baller dann nicht versorgen. Denn die Aurel kriegt da die ganze Zeit Hoffnung rein. Wir sehen auch, Hasops hat nicht große Probleme mit seinem Mana. Und auf der anderen Seite, Kronas relativ low schon gedroppt, was das angeht. Und die Webfieber werden gerufen fürs blaue Team. Also für den Moment sieht das alles sehr, sehr gut aus, was da Team Liquid machen im Early Game. Die Frage ist, wer später das stärkere Lineup hat. Lady Ultimate würde ich jetzt erstmal nicht als übermächtig einschätzen. Wobei andererseits die Lady Ultimates auch ein bisschen unterschätzt sind. PewDiePie ist sehr gut gegen den Illidan. Ist aber die Frage, ob wir vielleicht nicht sogar eine One-Shot-Kombo sehen mit Gorge into Divine Storm oder was in der Richtung. Ansonsten ist natürlich Hook into Forcefall immer ein probates Mittel, einen schnellen Kill zu holen gegen die Aurel, gegen die Lilly oder auch gegen die Lunara. Aber dadurch, dass da Doppelsupport drumherum steht, ist natürlich immer unklar, ob die Good Guys dann wirklich so schnell ein Target wegbursten können. Die Webwehr erstmal machen ganz guten Stress auf der Top-Lane, versucht das der Chen so gut wie möglich wegzutanken. Und auf der unteren Lane haben sich Red Boss und Xayah darum gekümmert und in der Mitte Kronas hat kein Mana, er muss sich zurückziehen. Ich denke mal, dass sie hier nicht mehr machen können und insofern das voraufgeben müssen, denn auf der anderen Seite sieht Splendor sehr fit aus. Hasops hat noch 50% Mana und Nurok Full HP und damit nehmen Team Liquid da nochmal einen weiteren Turm mit. Auf der Top-Lane hat sich Antihero bravourös geschlagen gegen den Illidan. Die Lane also wird ganz gut gehalten, trotzdem ein Level-Vorsprung für Team Liquid und das sieht so aus, als würde Nurok vielleicht sogar noch ein bisschen mehr Stress machen können auf der unteren Lane. Aber Level 10 ist natürlich sowieso deutlich früher da für Team Liquid. Die müssen jetzt nur zusehen, dass sie genug Gems zusammenfahren, farmen, um dann nochmal bezahlen zu können. Und die Good Guys müssen sich jetzt überlegen, ob sie das einfach erstmal akzeptieren, dass sie jetzt erstmal hinten sind im Early Game und sich dann später zurückkämpfen müssen. Oder ob sie vorher noch was machen. Oh, und sie verlieren den Chen. Und das ist natürlich übel. 17 Gems liegen im Staub. Der Rest des Teams versucht nochmal die Zeit zu nutzen, um einzubezahlen, aber das hat nicht gut funktioniert. Kronas wird erwischt. Oh, der ist dann von Blumby in die Backline rein, aber wichtiger ist ihm natürlich, Kronas da rauszunehmen. Auf dem Uther, schöne Bodyblocks und dann zur Sicherheit nochmal der Stun. Hook von BKB spielt keine Rolle, die Tower sind leer. Insofern ist das eigentlich eher eine Selbstgefährdung. Und Xayah kann zwar nochmal ein bisschen gegen poken, sagen wir mal, aber letztlich wirklich was gehen tut er nicht. Denn mit Doppelsupport, wie gesagt, ist die Lunara da so gut wie unsterblich. Und jetzt gibt es den Kokon und das Engagement und Hand und die Valla wird rausgenommen. Und ja, der Lili Ultimate sorgt natürlich dafür, dass hier alles komplett unsterblich ist. Guckt euch das an, wie aggressiv da Hasops mit reingeht. Illidan macht den nächsten Kill klar und plötzlich liegt bei Team Good Guys alles im Staub, insbesondere die ganzen Gems. Und Raid Boss kommt ja da wirklich da heraus. War smart gemacht von ihm, aber Blumby, glaube ich, rafft das noch. Nein, rafft er nicht, ist das dein Ernst? Schön gemacht von Raid Boss, der schafft da den Disengage tatsächlich. Blumby soll jetzt nochmal angegangen werden, beziehungsweise Antihero, glaube ich, ist mehr daran interessiert, vielleicht Svenda rauszunehmen, aber solange die Lunara mit dabei ist, wird so schnell Hoffnung generiert, dass da wahrscheinlich nicht gegen anzustinken ist. Antihero auf der Rotation wird gesehen von mehreren Leuten, die stunnen können. Könnte tatsächlich nochmal problematisch werden, zumal der nächste Cocoon gleich schon wieder bereit ist. Aber wichtiger ist momentan Team Liquid, dass sie hier nochmal schnell einzahlen können. Tja, das sieht fast so aus, als hätten wir heute hier die dominanteste Partie, die wir bis jetzt überhaupt gesehen haben in der HGC Europa. Und das von unserem alten Hoffnungsträger von Team Liquid gegen unseren neuen Hoffnungsträger, der hier bis jetzt hart in den Boden gestampft wird, muss man wirklich so klar sagen. Team Good Guys wurden auf beiden ersten Maps absolut zerstört von Team Liquid und auf der dritten Map sehen wir 5:0 Kills, 2 Level Vorsprung nach 7 Minuten und der nächste Webweaver Push ist eingeleitet und damit kriegen sie auf jeden Fall hier einen Level Vorsprung raus und ja, ich würde tatsächlich sagen, dass das nicht so sehr daran hängt, dass Team Good Guys hier viel Mist gemacht haben. Team Liquid sind sehr präzise in ihrer Execution und haben aus meiner Sicht zusätzlich die besseren Drafts, also natürlich spielt das durchaus auch eine Rolle. Und wenn die Good Guys natürlich mehr Training haben, dann geht das sicherlich mehr, aber das sieht wirklich katastrophal aus hier. Schönes Engagement nochmal gegen die Valla. Die wird deleted. Kronas mit dem Uther wird da auch nicht mehr machen können, um rauszukommen. Wenn er Level 10 würde, würde er sicherlich hoffentlich das Divine Shield nicht ziehen. Denn down geht natürlich auf jeden Fall trotzdem. Level 10 jetzt erreicht für die Good Guys. Auf der anderen Seite aber fast schon Level 13 freigeschaltet. Talent Lead also gleich wieder bereit für Team Liquid. Darkmog nimmt nochmal schnell eine Creep Wave raus und
auf der Top-Lane pusht noch ein Webweaver. Auf der unteren können sie pushen ohne Webweaver und versuchen noch einen Turm rauszunehmen. BKB, das war ein ziemlich halbherziger Hook. Und tatsächlich sieht es nach ein bisschen Blow-Up aus. Und zwar haben sie immerhin Divine Storm und das brauchen sie sicherlich auch. Und sei es nur als weiterer Interrupt für den Lily-Ultimate. Weil der Lily-Ultimate sorgt natürlich dafür, dass sie wirklich komplett unsterblich sind auf Seiten von Team Liquid. Das Archon finde ich ein bisschen verwunderlich, muss ich sagen. Auf dem Tassadar von Red Boss hätte ich gedacht, dass sie sich da mehr auf die Forcewall verlassen wollten. Aber andererseits natürlich Aurel und Lily nie so wirklich wegzuhalten vom eigenen Team. Da würden die Heals natürlich trotzdem immer durchgehen. Ja, und Shen, das ist die Frage. Anti-Hero spielt ziemlich gerne Barrel, was ja sonst eigentlich quasi gar nicht mehr üblich ist. Aber ich denke, in dem Spiel brauchen sie wahrscheinlich Barrel, um Kills kriegen zu können. Und ich denke, jetzt wird's engaged. Putrid beigezogen, Lily Ultimate und Xay direkt mit großem Problem, wird aber nochmal geheilt. Gute Arbeit von seinen beiden Supportern. Anti-Hero mit dem Ultimate immer noch nicht ausgewählt. Und sie werden einfach alle rasiert, ohne dass Anti-Hero den Chen Ultimate ausgepackt hätte. Da hat man fast das Gefühl, das möchte er noch verstecken bis zur nächsten Serie, die sie in den nächsten Tagen spielen. Aber da könnte man aus meiner Sicht dann jetzt auch einfach mal irgendein Ultimate wählen. Aber gut, da ist nichts zu wollen. Team Liquid machen das super souverän in den Fights. Putrid Bile hat zwar ganz gut gesund am Anfang des Fights, aber letztlich ist natürlich die Lunara einfach schlicht so gut wie unsterblich und teilt gleichzeitig wahnsinnig viel Damage aus. Und Team Liquid sitzen hier ganz fest im Sattel, werden sich den Boss klar machen und dann nochmal gucken, ob sie vielleicht auch noch schnell den Webweaver-Push lostreten können. Kills. Und es sieht so aus, als wollten sie jetzt erstmal die Keep-Wall mindestens so einnehmen. In der Mitte allerdings ist Darkmoch noch am Split pushen. Und bei der kann natürlich mit der Hand mit dazukommen. Tja, und man muss wirklich sagen, man hat das Gefühl, Good Guys haben hier nicht den Hauch einer Chance. Boss wird erstmal natürlich verteidigt, aber dahinter wird natürlich der nächste Webweaver-Push eingeleitet. Und dann mit Level 16 gegen Level 12. Sollten natürlich Team Liquid wahrscheinlich hier den Sack zumachen können. Hasops allerdings wird vielleicht nicht durchkommen. Ah, der Hook geht raus gegen ihn und jetzt braucht er natürlich Unterstützung. Und Hasops kriegt tatsächlich die Aegis davon. Slender, es gibt tatsächlich Barrel, aber es gibt keinen Kill gegen die Lily. Stattdessen gibt es den toten Uther. Anti-Hero versucht nochmal rauszukommen. Darkmog allerdings kann seinerseits auch rausspringen. Und das sieht nicht gut aus. Xay allerdings sollte sich auch noch rechtzeitig zurückziehen können. Darkmog riskiert nochmal alles und kriegt den Kill tatsächlich. Ich hätte gedacht, dass Xay sich da mindestens genauso schnell selber heilen würde mit dem Schild vom Tassada. War aber nicht der Fall. Stattdessen gibt es 2 Kills für Team Liquid. Level 16 gleich erreicht. Und das Keep Nummer 1 wird rausgenommen. Ich hätte gedacht, dass sie noch kurz einzahlen würden. Aber tatsächlich machen sie einfach das Keep jetzt schon mal kaputt. Und denke mal, mit dem Webweaver-Push werden sie dann das Spiel beenden. Oder versuchen sie es jetzt sogar direkt. Ne, wir sehen schon Hasops portet raus. Darkmog wird nochmal sich mit zurückziehen. Und dann machen Team Liquid nochmal das Ganze schön gesammelt mit Webweaver-Push. Kein Keep mehr in der Mitte. Und Team Good Guys, ja, die können im Prinzip eigentlich nur noch versuchen, hat man das Gefühl, wenigstens mal einen Kill zu kriegen. Ein Kill würde ihnen tatsächlich auch überraschend viel bringen. Denn da kriegen sie wahrscheinlich 2 Level mit, wo sie gerade 4 Level Rückstand haben. Die Frage ist nur, ob das noch irgendeinen Unterschied macht. Ja, Red Boss hatte ja schon gesagt, dass sie nicht so viel trainieren konnten mit dem ganzen Team. Sie waren bei der Dreamhack ja in Schweden, deswegen sehen wir ja diese Videos, die da aufgezeichnet wurden. Anscheinend sind sie da teilweise krank zurückgekommen und teilweise arbeiten sie noch. Aber er sagte uns gestern schon, dass erstens sie angreifen können sollten in Zukunft die Top 3 und zweitens, dass sie in Zukunft dann auch mehr Zeit haben sollten zum Trainieren. Also hoffen wir natürlich, dass die Good Guys sich bei ihrem nächsten Match stärker präsentieren. Aber man muss wirklich sagen, ich glaube, das hier war nicht unbedingt die Schwäche von den Good Guys. Also ich fand BKB in manchen Situationen schon ein bisschen überraschend wenig treffsicher mit seinen Abilities. Aber Team Liquid haben das einfach phänomenal gut gespielt. Und natürlich haben sie ganz viel Erfahrung, super Drafts und bis jetzt einfach Ein sehr souveränen Start in die zweite Season der HGC. Und das sah letzte Season natürlich im Prinzip genauso aus. Wobei sie da natürlich am ersten Spieltag gegen Fnatic spielten, aber natürlich auch gegen Fnatic gewannen. Jetzt geht es erstmal drauf auf den Core. Darkmog springt ein paar Mal drüber.
Der Webweaver aus der Mitte geht gleich down. Der aus der Toplane hält noch ein bisschen. Hasorps hält alle am Leben. Mit seinem Lily Ultimate Blender versucht nochmal alle am Leben zu halten. Illidan mit der Hand macht den ersten Kill klar. Und die Good Guys werden nach und nach aus dem Spiel geworfen. Xay ist der Nächste, der down geht. Und dann rastet Darkmog auf dem Core aus. 14 zu 0 Kills. Map Nummer 3 geht ebenfalls an Team Liquid. Und das war ein relativ heftiges Begrüßungskomitee für TGG in der HGC. Team Liquid sichern sich ein einfaches, souveränes 3 zu 0. Very well played. Kann man nicht sagen. Das war wirklich klasse vorgeführt. Klasse gespielt von Team Liquid. Müssen wir neidlos anerkennen. Ja, wir machen kurz den Mainstream an, hören uns das Winners-Interview an. Und dann war es das gewesen für heute. Ihr könnt auf Facebook noch eine Explorer Lily gewinnen. Das ist einfach nur unter meinen aktuellen Posten einen Comment droppen. Ich kann ihn aber schnell hier copy-pasten in den Chat. Ansonsten gibt es das Nomi Love T-Shirt noch für 2 Tage, falls das nicht verlängert wird. Keine Ahnung, ehrlich gesagt, ob das funktioniert oder nicht. Und weiter geht's dann morgen mit der HGC Europa. Ich habe gerade ehrlich gesagt nicht im Kopf, was morgen für Spiele anstehen. Aber bis jetzt muss ich sagen, waren die Partien eigentlich an allen Tagen ziemlich cool. Insofern kann man sich da nicht beschweren, finde ich. Exactly the start that they wanted. This is a fantastic opening. They are just telling everyone, listen guys, we are back. We had problems at the end of the first phase, but now we are completely back online, and if you go up against us, we will bring the pain. Yeah, they're coming in here and showing off the execution they've been working on, and it looks like we actually have a member on the side here to interview. How's it going, man? Welcome to the show. Hey guys, how's it going? Oh, it's going great. I gotta ask you, man, is Team Liquid back, or was that just a really good showing today? I guess it was a really good show. Actually, I guess a bit of both. Like, we actually have a new coach and we are feeling really, really good. And like, we played well today. We played really well, I think. Tell me a little bit more about the coaching. Did you guys go because you're trying to get the mentality back for you guys? Or is it more if you just want someone to help you push you to the next limit? Both also. Like, we started with tryouts, I think, 2 or 3 weeks ago. And we actually got a really talented professional coach. I cannot call out the name quite yet because it did not get announced officially. It will probably be in the next 2 days, but he is a real professional. And I'm really happy that we can call him our coach. Awesome. Well, it's showing. Congratulations on your victory. I'm going to send you over to Kaldor. So first of all, congratulations, of course. Nice showing you today. I have basically 2 questions. First of all, how do you judge the victory right now? How would you judge your opponent in particular? It's a bit rough for us to currently tell what kind of power level is this. Is this just an opponent that is struggling, or is that you guys just absolutely dominating? Can you maybe tell us a bit how scrim results are going and what you feel that victory actually means? So Team Good Guys, they are a new team. They won the Crucible pretty convincingly, I would say, but they are definitely inexperienced. Like, we managed to outdraft them at least twice today. And they are not very experienced macro-wise. They don't have the best rotations, so we just took advantage of that. So it was not the hardest series, but I'm sure they will improve over the season. Okay, then one more question towards you guys. So you said you improved, you have a new coach, you feel a lot more confident. Can you give us a bit of a comparison? How much stronger do you think you are now compared to the end of the last phase? Do you feel like you're on the top level again, or is there still some wiggle room where you say we need to improve to make sure that we cannot only be in the top one of the big three, but that we can actually contest Dignitas and Fnatic? So the biggest issue we had at the end of the last season was pretty much only psychological. Like, we were having a barrier in front of our faces and we couldn't play our best. Like, we were not pressing our buttons. We were just AFKing and waiting for the enemy team to do mistakes. We were not playing proactively, so it hurt us a lot and we couldn't really take advantage and win games. Like, we were just playing very passively. So the coach, of course, the immediate effect is there, but it is not like 100% yet. Like, we need time, and I'm sure we will improve. Like, tomorrow we are facing Dignitas. It will be a tough series, but I think we can actually win it. Cool. Thank you very much. Looking forward to that. Tomorrow, of course, you're facing off against Dignitas. Before we let you go, though, as always, we've got shout-outs. We want to make sure you get home and prepare for tomorrow's matchup. So you got anything to say? Yes, of course. So first, a shout-out to all the people who are not trolling me in Hero League.
A shout out to our sponsors, Monster Energy, Razer and Ballistics Gaming. A shout out to our coach, our fans and Team Liquid. Awesome. Congratulations to Team Liquid. They earn a victory today. And tomorrow will really be the test here. Are they back facing off against Dignitas? Sehr schönes Interview von Nurok. Er sagt, herzliche Grüße an alle Sponsoren natürlich und vor allem die Leute, die ihn in der Hero League nicht trollen. Sie sind sehr zufrieden. Team Liquid haben sich seit der letzten Season, da sagt er, hatten sie am Ende vor allem eine mentale Blockade. Ihnen geht es jetzt wieder besser. Sie haben einen neuen Coach. Der hat natürlich auch seinen Einfluss, aber er sagt, andererseits lag es eben einfach auch so ein bisschen in der Psyche. Und da sehen wir es gerade nochmal schnell eingeblendet. Morgen gibt es schon die Partie von Team Liquid gegen Team Dignitas. Das wird natürlich so ein richtiger Statusbericht. Dann da werden wir feststellen, wie gut Team Liquid eigentlich sind. Und ganz interessant wird auch Zealots gegen Fnatic. Die haben ja, die Zealots haben ja 3-0 gewonnen gegen die Playing Ducks. Und die Playing Ducks haben ja heute gegen Tricked Esports gewonnen. Insofern kann man erstmal festhalten, da in dem unteren Teil der Tabelle können sich alle Teams gegenseitig schlagen, hat man das Gefühl. Es sei denn, die Zealots sind einfach das krasseste Team von allen und sind das Team, was die Spitze angreifen können. Und tatsächlich hatte Mopsio im Interview gesagt, ja, also gegen Fnatic können wir eigentlich auch gewinnen. Also weiß nicht, warum du uns nach den Spielen nächste Woche fragst. Wir wollen Sonntag gewinnen. Das wird also auf jeden Fall schon mal ein heißer Ritt morgen. Also tatsächlich für dieses Wochenende wahrscheinlich der spannendste Tag. Erstmal Zealots gegen Fnatic und dann Team Liquid gegen Dignitas, das ist natürlich sowieso ein Klassiker. Ja, morgen wird also super. Das mit dem Coach wollte Nurok noch nicht bekannt geben, denn da gibt es auch ein offizielles Announcement natürlich von Team Liquid, wenn der Coach, was weiß ich, Verträge unterschrieben hat, würde ich mal annehmen. Aber er sagt, sie haben Tryouts gemacht mit verschiedenen Leuten. Ich hatte euch erzählt, dass ich mich auch beworben hatte und aber auch gesagt habe, ich kann nicht Vollzeit natürlich investieren, weil ich zum Beispiel die HGC caste und ja, sie hatten, da hat mir Nurok gesagt, naja, sie haben schon einige Leute, die das richtig professionell machen und so spricht er jetzt auch von dem Coach. Da scheinen sie sehr gut versorgt jetzt zu sein. Da sind wir gespannt auf ihr Announcement natürlich. Mal schauen, was sie uns da erzählen. Jetzt muss ich dringend hier den Cleanfeed muten, bevor jetzt hier irgend so ein Video anfängt rumzutrompeten. Ah, ist schon gemutet. Well played. Was hat er noch gesagt? Ach so, genau, bezüglich der Good Guys. Das fand ich ganz interessant. Also er hat da relativ harsche Worte gefunden und sagt, naja, also natürlich hat er sie nicht direkt adressiert, aber er sagt halt, die Good Guys sind natürlich eigentlich schon ganz gut, aber sie kommen eben ohne große Erfahrung in die HGC und da ist natürlich Team Liquid ein übler Gegner für. Ne? Also sie haben sie ausrotiert. Nurok sagt, mindestens zweimal haben sie outdraftet. Kann ich mich nur anschließen. Also es sah wirklich sehr einfach aus für Team Liquid. Aber auf der anderen Seite denke ich, die TTG sollten da jetzt nicht die Flinte ins Korn werfen. Denn das hängt dann einfach auch daran, dass Team Liquid wirklich wahnsinnig gut draften. Und wenn sie jetzt nicht so viel trainieren konnten, dann wussten sie vielleicht nicht so richtig, was es so für Optionen gibt im momentanen Meta. Ne? Wer weiß. Also TTG geben wir natürlich jetzt noch nicht auf. Mal schauen, wie die sich dann nächste Woche präsentieren können. Aber man kann natürlich an erster Stelle jetzt erstmal festhalten. Team Liquid melden sich stark zurück, nachdem sie ja am Ende der letzten Season ein bisschen am Struggeln waren. Und Nurok wird uns dann morgen mit seinen Teamkameraden zeigen, wo genau sie stehen, wenn es gegen Dignitas geht. Und ich habe das Gefühl, wenn sie so spielen wie heute, dann ist ehrlich gesagt, also meine persönliche Meinung, dann ist Dignitas kein Problem für sie. Also das sah wirklich absolut klasse aus. Und er sagt jetzt, wo sie sich wieder trauen, hart reinzugehen, nicht zu lange abwarten, dann kann das auf jeden Fall sehr viel erfolgreicher werden wieder in dieser Saison. Ja, das war es jetzt auch für mich. HGC Amerika geht natürlich gleich im Anschluss weiter. Könnt ihr euch dann angucken.